Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Dragmania Nations, TM Nations Forever. Genau, ihr denkt euch bestimmt, hui, was ist denn hier passiert? Hier sind ja andere Medaillen, die hatte der Taifko noch gar nicht. Ja genau, ich habe gerade schöne 13 Minuten aufgenommen, gefällt wie nochmal was, wie man vielleicht an der Bronzemedaille hier sieht. Schau mir das Video an und es hat wieder so Ruckler wie gestern. Also ich fahre die Strecken jetzt einmal, also alle einmal. Da haben wir gar keinen Stress, kriegen wir ganz schnell drei Strecken durch. Das wäre ja auch eine Idee, das zu machen. Also so zu machen, dass ich die einfach nur noch einmal durchfahre und zeige. Aber die Umfrage läuft ja und ich glaube, da ist die Option auch dabei. Wenn nicht, füge ich sie halt noch dazu. Ist ja dann auch schon egal. Ich fahre hier schon schlechter wie in der letzten Aufnahme. Aber ich muss sagen, in der letzten Aufnahme habe ich hier auch schon meinen 20. Versuch oder so. Also, wir haben gefailt wie immer. Und deshalb bin ich vielleicht jetzt ganz froh, hier nicht mehr, also nur noch die Strecke zeigen zu müssen und nicht mehr irgendwie die Silbermedaille zu schaffen. Das nimmt doch etwas die Last. Deshalb starte ich auch gar nicht neu. Sondern fahre hier einfach mal weiter. Hier geht's in die Kurve. Kurve. Fahre hier rechts. Genau. Also es ist eine sehr verzweigte, wie man sieht. Hier gehen die Strecken ganz schön übereinander. Drehe ich gerade mal geschickt um. Hier gehen die Strecken ziemlich ineinander. Und ja. Schöne Strecke, wir haben lang gebraucht und viel gefailt, genau. Machen wir mal die nächste. Hier, was war das jetzt? Genau, die C07. Habe ich noch hier groß erzählt. Ja, Racing-Strecke kann ich besser. Ist nicht so viel Kurven, kommt auf Geschwindigkeit an. Schnell bin ich immer. Aber es waren dann noch sehr viele Kurven drin und für diese Strecke haben wir glatte 7 Minuten gebraucht. Und dementsprechend bin ich auch hier wieder doch sehr froh, nur die Strecke zeigen zu müssen und nicht nochmal fahren zu müssen, also den Spielstand erfahren zu müssen. Ich finde das, naja, da weiß ich nicht, wenn ich das so aufnehme, geht halt doch ein bisschen das... Das Spielgrundes, also dass man da irgendwie was erreichen muss, geht da ein bisschen verloren und dann zeigt man halt nur die Strecken, aber fährt die nicht, also versucht da nicht wirklich irgendwie was zu erreichen. Hui, fahre ich deshalb gleich mal gegen die Wand. Und ja, weiß nicht, ob das dann noch so wirklich ein Trackmania Let's Play ist oder eher, wie soll ich sagen, ein Let's Show, wenn ich das mal gerade so klauen darf, diesen Begriff. Das ist dann eher ein Let's Show und nicht mehr ein Trackmania Let's Play. Also, weiß nicht. Dann, da müssen wir Silber fahren. Dementsprechend geht es hier jetzt eigentlich erst richtig los mit dem Strecken zeigen. Ich kratze mich gerade hier ein bisschen am Kopf, aber das soll ja auch schon egal sein. Genau, los geht's. Tempo. Und gleich gefailt. Ist ja Wunderbärchen. Ich werde hier aber es auch bei der Bronzemedaille belassen, wenn ich das jetzt nicht gleich schaffe. Zeige ich einfach mal die Strecke, da ich hier sonst ewig failen werde. So, hier mal ein bisschen rechts. Genau so sind wir ungefähr 100 Mal diese Strecke gefahren. Vielleicht ist es auch für euch jetzt mal sehr bequem, dass ich die Strecken nur zeige und nicht 1000 Mal fahre. Jawohl, so ist das. Hier runter, hier links, hier rechts und die Augen geradeaus. Genau. Jawohl, die Strecke wäre damit auch gezeigt und jetzt legen wir wieder richtig los mit einer Racing-Strecke. Und Racing-Strecken kann ich, Leute, weil da muss man nicht so viele Kurven fahren und er kommt eher auf Geschwindigkeit an und deshalb bin ich in Racing-Strecken immer sehr gut. Man sieht hier auch sehr gut, dass hier keine Kurven sind oder nur sehr wenig, denn
werde ich gleich zeigen. Hier sind überhaupt keine Kurven verbaut oder so. Kein freie Fahrt. Nein, wir werden failen. Und zwar sowas von... Ach so. Ach so, ja, das geht ja noch hier, wenn man da bergab fahren kann. Boah, die Strecke ist schon geil. Boah! Aber das sind keine Randbegrenzungen. Sind noch nicht. Moment, vielleicht, wenn ich hier mal ein bisschen mehr Schwung reinkomme, schaffe ich vielleicht die freie Fahrtstrecke auch etwas geschickter. Jawohl. Sind wir durch und geben wieder Gas. Wobei unter freie Fahrt versteht man ja eigentlich ein bisschen was anderes, hätte ich jetzt gesagt. Aber egal, also ich finde das cool gemacht hier mit den Säulen übrigens gerade. Uff. Puh. Meine Güte, also da müssen wir bei den Säulen auf jeden Fall mehr Tempo hinbekommen. Mal schauen, wie lange wir dazu jetzt wieder brauchen. Vielleicht sollte ich ab jetzt schon von Anfang an nur Bronze auswählen, aber das klärt alles die Umfrage. Beziehungsweise, ich finde es viel praktischer, wenn ihr das irgendwie in die Kommentare schreibt. Ja, muss man sich bei YouTube anmelden, ist aber auch kein Problem. Oder mir einfach als Kommentar auf den Facebook-Post hinterlassen. Dann braucht ihr zwar Facebook und kein YouTube, aber egal. Oder mir per Mail sendet. Mailadresse steht... Ja, steht auf dem YouTube-Kanal info@typeco.tk, auch am YouTube-Kanal zu finden, soweit ich weiß. Weiß jetzt allerdings nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber wenn nicht, dann richte ich die halt jetzt einfach so ein. Das sollte kein Problem sein, sollte aber die richtige sein. Und da schreibt ihr mir einfach hin, was ihr meint. Sprich, da müsst ihr euch, okay, ihr müsst euch bei dem Mail-Provider anmelden. Aber wenn ihr euch wirklich nirgendwo anmelden wollt, dann ist das Internet auch nichts für euch. So. Ja, nein. So schaffen wir das hier eigentlich nie. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Wir müssen das hier doch schaffen. Das ist aber auch so mies gemacht, dass hier eine Kurve davor ist. Ja, dass da eine Kurve vor dieser freien Fahrtstrecke ist. Und nicht lustig. Das ist nicht witzig. Da werden wir immer so langsam. Trotzdem sind wir schneller als Silber hier. So. Fahren wir hier doch gleich wieder hoch. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier etwas schneller durch... Boah, etwas schneller hier durchkommen, ist gut gesagt. So, jetzt. Diesmal müssen wir es schaffen. Komm, komm, bitte, 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 bitte. Ich schaff das immer, ne, das immer. Mami. Das immer, ne, das nicht. So. Jetzt aber. So, hier, freie Fahrt. Auf Deutschland Straßen. Jetzt müssen wir das hier aber mal ein bisschen schneller schaffen. Aber wie soll man das? Hilfe, schneller schaffen. So. Ja, 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 ja. Wir haben es geschafft und fehlen deshalb wahrscheinlich jetzt gleich. Hier runter, rüber. Ach nee, nicht schon wieder eine freie Fahrtstrecke. Oh, das klingt auch cool, der Beschleunigungsstreifen. Cool gemacht, dass man hier vor dem Ziel echt so eine freie Fahrtstrecke hat. Muss ich sagen, gefällt mir die Strecke doch sehr gut, auch wenn ich erst ein bisschen verzweifelt bin gerade. Da das schon meine zweite Aufnahme ist, dementsprechend etwas spät ist. Ja, es tut mir leid, aber dann gibt es heute weniger als 10 Minuten. Ich hatte ja eigentlich auch mehr geplant. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.